Guten Morgen, liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und heute möchte ich euch von Yoda den Kanal vorstellen. Und zwar macht er wirklich schöne Lehrvideos, wie man am besten PvP spielt mit allen Tricks und Tipps. Und ja, und halt zum Beispiel, welche Pokémon am besten man für einen Holiday Cup zum Beispiel nehmen könnte. Gut, als nächstes kommt unser Logok. Nur kurz eingeben. Genau, da ist er. Und er macht halt gute Streams auf jeden Fall und ist übrigens auch bei Twitch. Und er macht auch gute PvP-Videos auf jeden Fall. Genau, und zum Schluss habe ich noch unseren Uzello, der auch richtig gute und starke PvP-Videos macht. Also hier sind einige Videos auf jeden Fall von ihm und ja, er spielt echt top und hat auch richtig schöne und gute, starke Pokémon. Gut, dann wollen wir mal zu mir in Pokémon und ich habe ein Team vorbereitet für den Holiday Cup. Und da wollen wir jetzt auch mal starten. Ich hoffe, ich habe ein gutes Team dafür jetzt ausgewählt. Gegen Frank V. Oder Frank 5 kann man auch sagen. Okay, das ist. Kommt drauf an, ob er die Gesteinsattacke hat. Ich denke mal, er hat Elektroattacke, oder? Ja. Ja, die Elektro-Sofortattacke. Das heißt, ich müsste gegen Georock auf jeden Fall gewinnen. Mit meinem Rex Blizzard. Okay. Auf jeden Fall verschiedene Gesteinsattacken sind sehr effektiv. Genau, Felswurf habe ich mir gedacht. Deswegen. Und Gegner shittet auch. Noch ein Felswurf. Ich habe jetzt nochmal geschüttet und hoffe, dass ich runterfahren kann. Nein, das gibt's doch nicht. Um diesen einen blöden KP. Aber ich überlebe das. Ich überlebe das sogar. Und ich drücke einfach blind auf Energieball, okay. Es ist Alola Knorga. Da kann ich eh nicht viel machen. Ja, ich habe ja meinen Barrikadax dabei. Und das wird ein Alola Knorga sein, der wahrscheinlich keinen Feuersturm an Bord hat. Gehe ich mal nicht von aus. Oh ja, schildert gar nicht. Okay. Das ist eh nur die Knochenkolli, die macht nicht viel. So, mein Ziel ist es jetzt schön Energie anzufahren. Und jetzt fange ich. Okay, keine Knochenkeule ab. Aber okay, sein Knocker ist trotzdem weg, also. Rustee, sehr schön. Da muss er den Schattenknochen schilden. Ich komme schön schnell zur Energie. Muss allerdings vor der Lawine aufpassen. Und sein Spukball wird mich wahrscheinlich rausnehmen. Ich hoffe, ich habe genug Energie auf Barrikadax. 1, 2. So. Jetzt habe ich zwei Nachthiebe hintereinander. Nachthieb 1 reicht nicht ganz. Ah, der nächste Nachthieb reicht auf jeden Fall perfekt. Perfekt. Also zweimal Geist hat er drin.
Hatte ich ehrlich gesagt auch zuerst vor, zweimal Geist reinzunehmen, aber hab mir so gedacht, was ist, wenn ein Barrikadax hinten ist? Da bist du, ja, wie soll ich sagen, am Arsch. Und deswegen habe ich Barrikadax nicht, habe ich Frostilie nicht genommen. Oder einen Gengar. So, gegen Lucas XP in Pot-Ogel-Outfit. Oh, das ist spannend. Vorteil der Gegner. Hat eher neutral. Man muss auch nur auf Lawine gehen. Ich muss im Gegenzug auf Energieball gehen, um überhaupt Schaden zu machen. Aber Gegner schildert nicht. Das heißt, ich kann mir vielleicht jetzt noch ein Schild wenigstens holen. Nein. Ich gehe in Aloha Knolla, farm hier Energie. Werde einmal schilden, auch wenn es jetzt die Lawine ist. Aber ist sogar der Spukball, Gott sei Dank. Und zu noch einem Spukball kommst du auf jeden Fall nicht. Ich konnte mir jetzt mal meine Energie holen. So, was kommt jetzt? Drift Zeppelin. Oh, ich bleib aber im Knogger auf jeden Fall. Tu mir den nächsten Schild. Eins, zwei, drei. Werde natürlich auf jeden Fall schilden. Ist ja logisch. Ja, war klar. Ich hole mir nochmal 1, 2 Energie. Gehe in Barrikadax. Er wird einen Eissturm machen. Oh, nice. Hat er gut abgefangen. Hat er echt nice abgefangen. Ist das leider nicht das Alola-Raichu? Aber du musst in Stromstoß gehen mit dem das Köchen weg ist. Ah, Durchbruch hast du. Okay. Aber dein Raichu ist trotzdem weg. Dein Raichu ist trotzdem weg. Und Barrikadax kannst du nicht runterfarmen. Du musst einsetzen. So. So, na, was? Wie viel Energie hast du denn bitte? Ich wollte gerade einsetzen. Ja, natürlich. Natürlich. Gegner hat unendlich Energie. Und eigentlich sollte Alola Knogger den Ladeattackengleichstand gewinnen, finde ich. Oder irre ich mich, na? Ich hasse Drift Zeppelin. Gut, dass Knuddel vorne ist. Das finde ich wirklich gut. Da muss ich immer nur Meteorologe spammen. Oh, ist sauber abgefangen, muss ich sagen. Aber jetzt kann ich hier meinen Barrikadax switchen. Und ich werde mir schön extra Energie holen. Ah, er hat Bürde auf jeden Fall. Er hat Bürde. Das heißt, er kann Feuersturm haben. Und deswegen schilden wir einfach mal. Ja, ich habe es mir gedacht. Ich bin selber jemand, der mit Bürde spielt. Deswegen kannst du mich absolut nicht überraschen. Genau. So, eigentlich müsste ich knapp zum Mülltreffer kommen.
kann ich wenigstens einen gegnerischen Schild ziehen. Jep. Das war der Plan. Und ich gehe aber nicht in Rex Blizzard. Und schilde mal. Pump mich schön mit Energie voll. Oh, ich habe ja gar nicht hier viel Energie drauf. Verdammt. Ich dachte, ich hätte noch viel Energie auf Rexblizzard. Ja, stimmt, der hat einen Attack abgefangen. Oh, Muntier. Muntier ist doof. Muntier ist richtig doof. Und es überlebt die Attacke leider. Ich muss einsetzen, weil sonst kommt die Dampfwalze. Die macht meinen Knochen platt. Frage ist, ob ich jetzt zum Feuersturm eher komme als du zur Attacke. Eisstrahlknüller müsste ich überleben. Die Frage ist, ob du mich dann runterschlagen kannst. Das wird richtig eng. Oh, du setzt Knüller ein, aber das. Verdammt. Oh. Ich hätte mehr Energie auf Knorrer farmen müssen. Gegen Carlos Tamayo. No, oh, Tamayo 85, so rum. So, Gluak. Machen wir mal einen Meteorologen raus. Und gehen in Knorrer. So, wenn das die Lohe Kanada ist, macht die natürlich Schaden. Aber du machst nur die Drachenklaue, das ist perfekt. Mund hier ist natürlich nicht schön. Mund hier mag mein Team überhaupt nicht. Stelle ich gerade fest. Ich gehe direkt auf Feuersturm. Ich hoffe, du rechnest nicht damit. Ja, so ist es. Natürlich schilde ich jetzt. Ach, Body Slam Bait, danke. Ich werde aber nochmal schilden. Genau, jetzt kommt die Dampfwalze. Ich werde so viel Energie auf mein Vieh machen. Geh schnell rüber. Ja, mein Mund hier ist weg. Oh, perfekt. Ich komme noch zum Meteorologen. Das war wichtig. So kann ich dir ein Schild ziehen oder dein Gluak rausnehmen. Und du schildest sogar dein Gluak. Dann mach das. Ich gehe in mein Barrikadax. So, ich hoffe nur auf die Drachenklaue, weil Lohkanonade würde wehtun. Ist nur die Drachenklaue, perfekt. Und ich kann runterfahren, perfekt. Oh, Meganie. Oh, da muss ich vor Erdbeben aufpassen. Ich gehe direkt auf Mülltreffer. Ah, Wechsel ist noch nicht bereit, aber du setzt ein, das ist perfekt. Hoffentlich nicht anders charging. Was Flora-Statue, sehr gut. Und ich habe jetzt Feuersturm ready. Der müsste eigentlich reichen. Perfekt, Megane ist weg. Und deswegen habe ich auf Knorrer halt noch schön Energie gefarmt und geschildert.
Damit ich auf jeden Fall zum Feuersturm oder mindestens zwei Schattenknochen komme. Aber Mundtier ist echt ein Problem, muss ich sagen, fürs Team. So, trifft Zippeli. Das ist ein guter Lied für mich, weil du bist gegen Eis schwach. Und ich komme auf jeden Fall eher zur Attacke. Genau, du schießt, wirst dein. Oh, noch nicht mal Eissturm machen. Gegen Barrikadax. Schilder einmal. Ist auf Nachthieb. Mach einmal den Meteorologen auf jeden Fall. Hoffe, du gleichst mit dem Schild aus. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ja, dann kann ich in meinen Barrikadax. Genau, dein Barrikadax ist dadurch weg. Mülltreffer ist wichtig. Mülltreffer ist wichtig. Ja, viele, viele besondere Pokémon hier, wa? Jawohl. Und weg. Und du gibst auf. Perfekt. Aber warum sollte ich da auch baiten? Weil ich wusste ja, dass mein Barrikadax eigentlich keine Chance da hat. Und da brauche ich auch nicht baiten. So, immerhin 3 zu 2. Gibt es doppelten Sternstaub? Habe ich richtig gesehen? Oh. Oh. Wenn das doppelter Sternstaub. Okay. So, Vulpix ist drin. Und jetzt wollen wir mal gucken. Heftig, deftig, ja, doppelter Sternstaub. Steht das hier irgendwo? Glücksei, bla bla. Hä? Moment. Rauchwirksamkeit. Hier steht nirgends was mit Sternstaub, dass es doppelten Sternstaub gibt. Okay. Aber dann lohnt sich erst recht hier Sternstück. Ja, tut mir leid, dass ich das jetzt im Video machen muss. Aber ich bin eh jemand, der Sternstaub echt braucht. Und deswegen machen wir doch nochmal ein Set. Wird halt wieder ein etwas längeres Video und ja, ist aber nicht schlimm. Wollen wir mal gegen Yusufo 3O spielen. Mit grünen Haaren. So, mein Rexblizer freut sich gegen Zumbiris. Oder, ja, das hat Juwelenkraft wahrscheinlich. Aber ich komme eher zur Attacke auf jeden Fall als du. Und du musst in der Regel eigentlich auch schilden. Oder auch nicht. Aber ich muss schilden. Falls Juwelenkraft ist. Weil das würde mein Rexblizer wahrscheinlich rausnehmen. Schmarotzer. Schmarotzer tut auch weh. Oh, jetzt wirst du schilden, gehe ich mal von aus. 1, 2, 3 und rüber. Schade. Aber ich schilde trotzdem nicht. Vielleicht habe ich ja einen Schmarotzer abgefangen. Das wäre ultra genial. Jawohl. Gegen Arktos. Ach du Alarm. Ja, da gehe ich nur auf Nachthieb. Du wirst Eissturm spammen. Gehe ich mal von aus. Ich werde nicht chillen. Ja, war mir klar, dass Eissturm kommt.
So, mal sehen, ob du den Nachthieb jetzt schildest. Nein, machst du nicht. So, ich gehe in Knogger, weil da macht der Eissturm hier nichts. Brauche ich auch nicht zu schilden. Ich hoffe, das ist auch nur der Eissturm und nicht Orkan. Ja, ist nur der Eissturm. Leider ist mein Angriff gesenkt. Schnell rüber da. So, jetzt bin ich zurückgesetzt. Zwirklob, okay. Das ist heftig. Zwirklob. Aber ich habe Metronom, okay. Und du bist nicht geneigt zu schilden. Und ich muss aufpassen, dass du keine Attacke abfängst. Okay, du gibst auf. Okay. Hätte ja sein können, dass du vielleicht mit Arktos noch eine Attacke abfängst als zusätzliches Schild. Aber dann habe ich kein Problem damit, dass du aufgibst. Kommt mir sogar gelegen. So, gegen 0117 Takayuho. Dann wollen wir mal gegen Takahiro. Mit Rex Blizzard gegen Knuddeluff. Gut, dass mein Barrikadax nicht gegen Knuddeluff muss. So, mal sehen, ob du jemand bist, der wieder abfängt. Nee, bist du nicht. Das ist gut. Ich hasse Gegner, die nämlich abfangen wollen. Auf ihr Alor Knogger. Oh, der drückt. Der drückt für dich. Jetzt musst du langsam die Schilder auspacken, sonst ist dein Knuddeluff weg. Komm ich noch rein? Ja, jetzt musst du nochmal schilden oder dein Knuddeluff ist weg. Und das hat dir nicht viel gebracht. Oh, perfekt. Ich muss natürlich in Alola Knorga. Werde nicht schilden, weil er eh nicht sehr effektiv ist. Genau. Der Knuller tut zwar weh. Ich farm hier schön extra Energie und gehe jetzt auf den Schattenknochen. Ich hoffe, der langt jetzt schon. Ja, der langt. Oh, noch ein Normal-Pokémon. Aber da gehe ich auf Feuersturm. Das ist definitiv nur der Body Slam. Aber der drückt in der Superliga, finde ich auch schon richtig rein. So, Feuersturm. Ja. Perfekt, schnell rüber. Zack, 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 zack. Perfekt. Und da ist nur noch das Knogger. Ich habe zwei Schilde, du kannst aufgeben. Genau. Hast du richtig gesehen? Perfekt. Das ist sehr gut. Also, ein gegnerisches Rex Blizzard habe ich auch ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Bisher. Zach, 870727 ist der nächste. Altaria, perfekt. Das mag ich. Na, willst du einen Meteorologen abfangen? Nee, nicht? Dann willst du einen Himmelsfeger rausbringen. Deswegen, ich setze jetzt in Zukunft immer ein bisschen später ein. Man weiß ja nie. So, natürlich schilde ich den Himmelsfeger. Perfekt. Frage ist, okay, ich muss dich gar nicht runterfahren. Oh, perfekt, Yugong. Yugong. Dann setze ich Energieball ein. Du schildest, okay.
Dann kommt der nächste Energieball. Ja, der sitzt perfekt. Ja, du farmst runter. Schlaue Idee. Oh, schade, dass ich den nicht noch rausgebracht habe. Ich gehe jetzt mit einer Loa Knorr. Okay, ich dachte, du setzt Eissturm direkt ein. Dann schädige ich jetzt einmal. Genau, Aquavela, ich gedacht. Und gehe schnell in Barrikadax. Und so kriegst du keinen Eissturm mehr raus. Ich habe auf beiden ein bisschen Energie. Oh, Muntia. Muntia. Verdammt. Muntia ist eklig. Und nervig. Und nervtötend. Oh, natürlich gehe ich jetzt in Boost. Schade. Weil zum Nachthieb werde ich jetzt nicht kommen. Oh, das Undercharge. Danke. Danke. Oh, das ist ja richtig nice von dir. So, ein Himmelsfeger haut mich nämlich nicht weg. Das weiß ich aus Erfahrung. Den überlebe ich und ich muss nur zum Schattenknochen kommen. Perfekt. Du hättest einfach wirklich mein Barrikadax ausschalten sollen. Also das habe ich auch nur dank dem Boost jetzt geschafft. Perfekt. So, auf in den nächsten Kampf. Gegen Pokémon All Hours. Ja, dann wollen wir mal sehen, was er für Pokémon hat. Grabbit. Oh, da. Ah, Feuerschlag. Nein. Wobei, ich bin auch sehr effektiv. Wir müssen eigentlich ziemlich beide schilden. Aber scheinbar komme ich etwas eher zu den Attacken. Bloß Grabbit hält mir aus. Wie man sieht, ja. So, einmal chillen. Wobei, ich kann auch zweimal chillen. Schade, ich dachte, ich kann abfangen. So, dann machen wir jetzt 1, 2, 3, 4 und rüber da. Ja, es kann eh nur der Feuerschlag sein. Ich denke mal nicht, dass es jetzt ein Erdbeben ist. Das wäre natürlich doof. Ist nur der Feuerschlag und der ist von dir nicht stark. Ich kann gemütlich runterfahren. Perfekt. Lantoin. Lantoin. Tornland. Der Killerfisch ist da. Logox Killerfisch. So, du wirst das für mein Dings Rex Blizzard die Energie aufheben wahrscheinlich. Ja, du musst ja eher einsetzen, also von daher. Ah, du wolltest abfangen. Du willst runterfarmen, das ist gar nicht so doof, aber ich werde in meinen Knocker gehen. Genau, ich gehe meinen Knocker. Du wirst zwei Himmelsfeger haben wahrscheinlich. Den überlebe ich auf jeden Fall. So, entweder du schildest oder dein Dingskirchen ist weg.
Okay, dein Dingskörchen ist weg. Ich wechsle rüber. Du hast massig Energie auf dein Viech. Aber musst schilden auf jeden Fall. Selbst die Attacken musst schilden. So, eigentlich müsste ich die Attacke überleben. Du bist. Okay, du gehst nur auf Donnerblitz, okay. Dann war es das für dich. Ich dachte, du hattest vor, zwei mit Finger zu spammen. Okay, bist du rausgegangen oder holst du deinen dritten Schild raus? Das wäre übel, ein dritter Schild. Nein. Der Killerfisch ist auf Eis gelegt. Tut mir leid, lieber Logok. Ich habe deinen Killerfisch auf Eis gelegt. So. Also das Set ist jetzt gerade bisher durchweg positiv, muss ich sagen. Blodo FK Hahn. Mal gucken, was er für Pokémon hat. Perfekter Lead für mich. Weiß nicht, ob er gleich weg sind. Nein. Okay, er will auch noch nicht mal abfangen. Ich hasse Montia, Mann. Ich hasse es einfach. Das nervige Pokémon. Na, du schildest nicht perfekt. Perfekt, dann schilde ich einmal und gehe in Barrikadax. Vielleicht war das eine dumme Idee, da deine Konter so drücken. Ich hoffe, ich überlebe den. Ja. Okay. Verdammt. Das war anders geplant. So, womit gehst du als erstes rein? Perfekte Magnesone. Also eigentlich gar nicht perfekt, eigentlich total doof. Wegen Stromstoß. So, er schildert. Mal sehen, ob der Bait kommt. Nee, er geht direkt auf Stromstoß, okay. Stromstoß ist so ein starker Move. Jetzt wirst du wechseln. Frage ist, ob ich jetzt zweimal Meteorologe rausbringen kann. Ah, das verliere ich jetzt. Das verliere ich jetzt. Denn Altaria ist zwar weg, aber Magnusone kriege ich nicht weg. Weil ich glaube nicht, dass es gegen Krypto reichen wird. Oh, du, ja, du gewinnst auch noch den Ladeattackengleichstand. Das ist auch doof. Ja, das wird nur die Spiegelseite sein und die wird reichen. Schade. Schade. Ja, ich muss sagen, mit einem Magnezone hätte ich auch nicht gerechnet. In der, naja, Superliga ist es ja nicht, aber im Holiday Cup. Aber. Ja, ein 4 zu 1 kann ich auch sehen lassen. Mein tägliches Evoli sei gepriesen. Ich freue mich ja immer auf Evolis am frühen Morgen und als Belohnung. Gibt ja keinen besseren Pokémon. Niantic gönnt richtig. So, Evoli haben wir jetzt. Nee. Nö, nö, nö. Oh. Also, Sternstaustücke, die lohnen sich jetzt. Und ich gehe jetzt auf 2263 Punkte. 13.000 Sternstaub. Richtig gut. Gut, für die Folge war's das. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.